Hallo liebe YouTubies und herzlich willkommen. Ich bin gerade aus dem Pferdestall gekommen und sehe gerade, ich habe hier noch so richtig schön ein Muster von meiner Pudelmütze auf der Stirn. Aber egal, darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Ich habe neulich eine Frage gehabt auf meinem Kanal, auch zu einem Video, was man dann gegen Streifäule machen kann und ob ich da nicht einen Tipp hätte, was bei Strahlfäule helfen würde. Und ja, meine Ponys aktuell, die haben keine Probleme mit Strahlfäule, aber früher mein altes Pony, das hatte immer mal Strahlfäule, weil das da in dem Mietstall, wo der gewesen ist, immer relativ viel drinnen und im Mist gestanden hat, will ich jetzt nicht sagen, aber drinnen gestanden hat in der Box und da kommt Strahlfäule dann auch schon mal vor. Und das, was ich also da top empfehlen kann, ist eigentlich so eine Zinksalbe, die man sich in der Apotheke ganz einfach anmischen lassen kann. Und zwar besteht die zu 50%, ich muss das hier mal ablesen, ich habe das auf meinen Zettel hier, 50% Zinkoxid, 5% Zinkchlorid und 45% destilliertes Wasser. Da geht man einfach dann in die Apotheke, lässt sich das mischen. Ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen. Das wird dann so eine weiße Paste. Wie gesagt, ich habe da im Moment keine Probleme oder keinen Bedarf mehr, deswegen habe ich sie jetzt nicht mehr hier. Das lasst ihr euch mischen, dann kriegt ihr so einen Tiegel voll mit. Je nachdem, wie groß der Bedarf ist, würde ich mal so 100, 200 Milliliter machen, erstmal zum Antesten. Und die wird dann ein-, zweimal täglich auf die betroffenen Stellen geschmiert, wo es ganz schlimm ist oder wenn Vertiefungen da sind oder sich so Taschen gebildet haben, kann man das auch in Watte tränken und da eintauchen. Und da muss ich sagen, damit habe ich immer sehr, sehr gute und schnelle Ergebnisse bei Strahlfäule gehabt. Und ja, selbst wenn ihr die Paste dann wegstellt im Stall, in euren Schrank stellt und die trocknet ein, man kann da immer noch wieder ein bisschen Wasser raufgeben und sie dann wieder ein bisschen verrühren, dann wird sie auch wieder weich, man kann sie wieder verwenden. Also das ist so mein Top-Tipp gegen akute Strahlfäule. Probiert es mal aus. Ich werde euch das Rezept auch unten in die Infobox nochmal reinstellen. Und ja, wäre schön, wenn ihr mir dann schreibt, ob ihr damit Erfolg gehabt habt oder nicht. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video geholfen hat oder dieses Video eben halt noch mehreren Leuten hilft als jetzt nur die eine Fragestellerin. Und ja, dann gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr das gut fandet. Gebt einen Daumen nach unten, wenn ihr es nicht so gut fandet. Schreibt einen Kommentar und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.